Hallo Leute, ich grüße euch heute am Mittwoch, dem, keine Ahnung, was haben wir denn? Ach, ich weiß es nicht. Im Moment kann ich auch nicht auf die Uhr schauen. Aber ich grüße euch eben am Mittwoch, ich glaube 17. Ach, naja, der Zeiger steht gerade drüber. Ja, und wie ihr schön sehen könnt, krieche ich hier gerade unter das Auto. Also unter den Auflieger, um genau zu sein. Und ja, habe hier schon, wie ihr sehen könnt, den Schlauch durchgeschnitten und mit einem Straps abgeklemmt. Denn ich habe das Problem, dass mein Federspeicher hier kaputt ist und ich überhaupt keinen Druck mehr aufbauen kann. Jetzt hoffe ich nur, dass einer meiner privaten Schlüssel ja hier passt. So, warte mal, ich kann mich auch aufrecht setzen. Oh. Hier. Wie gesagt, Schlauch abgeschnitten und jetzt muss ich das Ding hier lösen. Natürlich alles ein bisschen festgegammelt. Deswegen wollen wir mal ein bisschen einsprühen. So, und dann versuchen loszudrehen. Das nochmal, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? Ist ja der alte Spruch. Hoffen wir mal, dass das alles klappt. Das macht ja, es scheint ja zu fluppen. Da drinnen scheint es ja nicht festgegammelt zu sein. So, haben wir das hier geregelt. Wollen wir mal schauen, ob er Druck aufbaut. So, noch haben wir ja keinen Druck, aber jetzt gehen wir mal ein bisschen Drehzahl drauf. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Da kommt. Ja, hallo Leute, ich grüße euch heute am 20. Mittwoch, dem 20. März 2024 um 9.54 Uhr. Das ist eigentlich noch nicht der Videobeginn, weil wir sind ja jetzt, wie ihr sehen könnt, erst bei Karlsruhe Mitte, aber
Wie ihr auch schön sehen könnt, es kommt ein Elend zum anderen, ja. Jetzt stehe ich auch noch schön hier in 11 Minuten Stau. Es ist zum Winseln heute. Heute ist nicht mein Tag. So, wir haben nochmal angehalten. Ist ein paar Meter vor Hartwald. Ich habe jetzt nochmal geprüft, ob hier irgendwas warm wird, aber das scheint mir okay zu sein. Also das ist nicht wärmer als hinten, alles gut. Weil mein Chef meinte, ja, nicht, dass da das hat doch nicht richtig offen ist mit der Bremse und hinterher der Auflieger abfackelt. Oh man, ich hoffe, ne? Ja, hallo Leute, ich grüße euch heute, also zum so und so vielten Male, heute am Mittwoch, dem 20. März 2024, ja, der Tag, der nicht meiner ist. Nee, das machen wir jetzt mal nicht. Das machen wir nochmal. So, jetzt will ich mal kurz prüfen, ob mein Radio noch geht. Lukas sei Jonas Busch. Jonas Busch warf Lukas einen wütenden Blick zu. So, funktioniert. Okay. Auf geht's. Ja, mittlerweile 12.28 Uhr Ankunft. Also, ihr wisst ja, wann ich sonst immer ankomme. Das ist natürlich elend spät. Gerade hatte ich dann noch festgestellt, dass irgendwie meine Halterung nicht mehr so schön hält, wie das mal war. Warum, weiß ich auch nicht. Das ist natürlich total ärgerlich. Naja, zu Hause wissen sie Bescheid, alle wissen Bescheid, dass ich eben später reinkomme, ne? Was wollen wir machen? So, jetzt erstmal einfädeln hier. Ach. Ja, bevor ich das vergesse, ich hatte ja am Montag im Video gesagt, irgendwie ist das noch nicht so richtig mit meinem Abstandstempomaten. Und als ich dann in die Firma kam, habe ich dann gesagt, also ich weiß nicht, was die am Samstag gemacht haben, ob die jetzt mehr gemacht haben als die Tachoprüfung. Und mein Chef hat aber sofort den Hörer in die Hand genommen, hat in der Werkstatt angerufen und hat dann nachgefragt. Ja, und dann hörte ich nur nicht mitgekommen und so. Und dann hat er gesagt, ja, du hast recht, dass du nach wie vor feststellst, dass das Ding nicht richtig funktioniert, weil die haben kein neues Steuergerät eingebaut, weil es am Samstag nicht mitgekommen ist. Aber gestern, am Dienstag, sagte man mir dann, am Samstag ist der... Ey, jetzt ist das schon wieder rot, das Mikro. Gibt's doch gar nicht. Ach. Jetzt muss ich schon wieder hier mit dem Kabel. Ich verstehe das nicht, weil ich das eigentlich gestern erst geladen habe. Und normalerweise reicht es für Stunden. Und ich habe ja nichts gemacht. Ah, oder der Akku scheint sich schnell zu entladen irgendwie. Ja, ich bezeichne ja solche Aktionen immer als das Salz in der Suppe, ne?
sowas darf passieren. Aber wenn das häufiger wäre, dann würde es keinen Spaß mehr machen. Wenn das mal passiert, okay, da kann man mit leben. Muss man mal kämpfen und gut. Aber ich konnte es mir nicht verkneifen, eben nochmal anzurufen in der Firma, zu sagen, okay, ich rolle wieder, alles gemanagt. Bin dann und dann da, habe nur ein halb volles Auto, weil da könnt ihr eventuell aus zwei Aufliegern einen machen. Und ja, und habe gesagt, dass es nicht jeder gemacht hätte. Also ich könnte so auf Anhieb den einen oder anderen Kollegen benennen, der das nicht getan hätte. Allein schon vom Körperlichen her. Und dazu kommt, das sind hier aufgekaufte Charterway-Fahrzeuge, da ist nichts mehr drin. Ne? Kein Wagenheber, kein Werkzeug. Wenn ich nicht von mir privat Werkzeug dabei hätte, dann hätte ich ganz schön alt ausgesehen. Aber so habe ich es hingekriegt. Ich habe den Schlauch durchtrennt, in Absprache mit unserem Mann aus der Werkstatt, nicht dicht über dem Anschluss, sondern ich habe ihm Platz gelassen, damit er eine Kupplung setzen kann, weil er meinte, er weiß nicht, ob er einen Anschluss, einen Winkelanschluss hat. Und so sagt er, einen geraden Anschluss habe ich. Das war schon mal gut, dass ich mich mit ihm abgesprochen habe. Ja, und dann habe ich mich einfach nur noch mal abgesichert, was ich da jetzt machen muss, mechanisch. Eben da diesen Bolzen mit diesem Art Schlüssel lösen, halt reinstecken, dann so lange drehen, bis auf Anschlag ist. Und ich habe jetzt gerade noch mal geprüft, ob da was warm wird, weil mein Chef hatte Sorge, falls das jetzt doch nicht richtig geklappt hat, dass die Bremse zu ist, dass der heiß wird und dass uns dann noch mal ein Auflieger abfackelt. Ja, da habe ich gesagt, das brauche ich jetzt nicht auch noch oben drauf. Für heute reicht's. Oder es reicht nicht nur für heute, es reicht wieder für eine ganze Weile an Theater. Ja, müssen wir sehen. Jetzt haben wir erstmal nochmal 2 Stunden 34 vor der Brust. Ich nehme euch mit, wieder wie immer bis Schäfer bohren. Und am Freitag machen wir dann die Fahrt nach Hause. Ich hab mich ein bisschen gewundert, letzte Woche Freitag das Video, ja, finde ich schon, das lief nicht gut, das lief sehr schlapp, dafür, dass das Freitagsvideo war. Ich vermute mal, es lag am Titel. Wenn ich da als Titel habe, Abschluss einer guten Woche, hätte ich fast gesagt, es interessiert keinen. Nein. Wenn ich aber schreibe, nur Mist heute oder irgendwie sowas in der Art, dann springen irgendwie mehr auf den Zug auf. Okay. Es ist eh so, dass sich da einiges, ein bisschen was verändert hat in der Zuschauerschaft. Es gibt da den einen oder anderen, ich weiß, dass es den einen oder anderen gibt, der schon lange, 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 ganz lange dabei ist, aber vielleicht nicht mehr jedes Mal guckt oder nicht mehr komplett schaut oder nicht mehr so häufig. Oder es gibt auch welche, die sind lange, lange dabei und schreiben nicht unbedingt immer Kommentare, nur hin und wieder mal. Und ich freue mich dann natürlich, wenn ich dann registriere, Mensch, die sind immer noch am Ball. Ja. Und es gibt aber jetzt so den einen oder anderen, den ich da vermisse. Das sind natürlich immer die vorher aufgefallen sind durch Kommentar unter jedem Video. Wenn da plötzlich nichts mehr kommt, fällt es natürlich auf. Man macht sich dann schon mal seine Gedanken. Das hat ja immer auch Gründe. Ich meine, der Grund kann sein, dass ich mal was in Anführungsstrichen Falsches gesagt habe. Das kann ja den einen oder anderen schon dazu bewegen, zu sagen, den gucke ich mir nicht mehr an oder den deabonniere ich, ne? Wenn man da irgendwas raushaut, was einem da quer geht. Ja, also das hier mit dem Mikrofon finde ich ja auch total daneben.
Aber es hat ja beim letzten Mal geklappt, dass ich dem Teil Strom gebe hier durchs Kabel. Da sollte es auch diesmal wieder klappen. Fände ich sonst sehr schade. Ja, und hier läuft's. Also ich muss sagen, im Moment läuft das. Aber ach, da vorne fährt einer auf, der fährt max 85, schätze ich mal. Naja. Wenn nachher in den Steigungen nicht so viel Überholverbot ist, habe ich eigentlich gute Chance, noch mal ein bisschen Zeit zu machen, weil ich, wie gesagt, wenig Ladung drauf habe und dadurch natürlich die Berge flott hochkomme. Um das zu machen, muss man auch ein bisschen, ich meine, man lernt, wenn man den Führerschein macht, wie die Bremse funktioniert. Nein, die Bremse wird durch Druckluft aufgehalten. Das heißt, in dem Moment, wo die Druckluft weg ist, geht die Bremse zu. Das ist ein Sicherheitsmechanismus, der aber dann in solchen Fällen einem dann auch schon mal Probleme bereitet. Ne? Wenn du keinen Druck aufbauen kannst, dann ja. Und ich habe jetzt die Luftzufuhr zum Federspeicher umgeknickt, einen Straps drum gemacht, damit eben zu ist, damit ich wieder Druck aufbauen kann. Denn vorher war, der ist so defekt, der Federspeicher, da geht gar nichts mehr. Also da zischt die Luft nur so ab. Selbst bei 2000 Umdrehungen hat das nicht geschafft, den Druck also in den weißen, also hier ist kein grüner Bereich, es gibt einen roten und einen weißen Bereich, in den weißen Bereich zu bringen. Ne? Aber jetzt haben wir vollen Druck da, wie man sehen kann, beide Balken sind da, alles ist gut. Ich habe geprüft, nichts wird warm, also können wir schön fahren. Tja, das wird natürlich heute dann, wenn ich überlege, 1:30, es wird 2 Uhr, bis ich zu Hause bin, ja, Video hochladen und so weiter, fertig machen, ja, wird bestimmt 3 Uhr, bis wir rausgehen. Ja, da gehen wir heute nicht so eine große Runde, weil gestern haben wir mal wieder alles getoppt. Wir sind 8 Kilometer am Stück gelaufen. Selbst unsere alte 15,5-jährige Jenny voll durchgezogen. 8 Kilometer, Stunde 55. Das ist nicht schnell, weil normalerweise 6 Kilometer die Stunde. Aber das können wir nicht bringen, weil das schafft der alte kleine Hund nicht mehr. Aber so 4 Kilometer pro Stunde, die schaffen wir. Bisschen mehr vielleicht. Ja, aber dass das hier nicht mehr richtig hält, hier mit meiner Verschraubung, ärgert mich ja schon ein bisschen. Das war so klasse. Allerdings muss ich ehrlich zugeben, dass das Prinzip, wie das da drinnen funktioniert, sodass es blockiert, mir noch nicht so richtig klar geworden ist. Und ja, deswegen weiß ich auch nicht, warum das jetzt schlabbrig geworden ist oben. Muss ich mir zu Hause mal in Ruhe anschauen. Oder ich muss mir noch mal was anderes besorgen. Muss er mal auseinandernehmen, vielleicht dieses Ding und mal reingucken, wie das gemacht ist. Und dann kann ich das vielleicht auch
reparieren oder irgendwas verändern, dass es wieder besser hält. Was habe ich euch gesagt? Der fährt Max 85 da vorne, der. Was ist das? Nagel. Ah, es ist ärgerlich, aber ist halt so. Ja, Samstag ist dann ein zweiter Versuch mit dem Steuergerät. Ich meine, solange es trocken ist, ist alles gut, aber es muss nur minimal Regen kommen, fällt das Mistding aus. Ja, ansonsten 15 Grad hier, 15 Grad, zu Hause natürlich nicht, vielleicht 9, aber die Sonne scheint dort auch und gestern war ja auch schon Sonnenschein satt und ich muss sagen, wir waren natürlich unsicher wegen dem Wind und so und waren ein bisschen zu warm angezogen, aber lieber zu warm als zu kalt halt, na. Ja, ja, da gab es auch wieder Interessantes auf YouTube insofern. Es gibt ja jede Menge Lkw-Fahrer, die Videos machen. Es sind auch noch jetzt in der letzten Zeit immer wieder noch neue aufgekommen. Jeder macht so seinen Style und ein Kanal, ich weiß gar nicht, ob der Möllis Roadshow heißt oder wie der so richtig heißt, kann ich ehrlicherweise, das heißt, der Bursche fährt hier nicht, ne? Oder Möllis Road Stories, irgendwo in der Richtung. Jemand, der auch Fernverkehr fährt, die ganze Woche draußen, eben immer einmal rundgeschickt wird. Und er hat ja schon mal das Problem gehabt, dass er schon mal den Notarzt auf den Rastplatz kommen lassen musste, weil es ihm so schlecht ging. Danach war er auch ein Weilchen weg. Dann war er wieder da. Und dann hat er irgendwann vor einer Weile gesagt, ja, er ist jetzt 50 oder über 50 und er möchte jetzt nicht mehr so viel Fernverkehr fahren. Er will also, oder die wollen zusehen, dass er jeden zweiten Tag zu Hause ist. Keine Ahnung, ob das nicht geklappt hat oder was. Und ja, und jetzt schreibt er, ja, war die Rede von aufhören. Das heißt, er hat jetzt zwei Optionen. Die eine ist ein Job mit geregelter Arbeitszeit. Ja gut, Verdienst, keine Ahnung, aber kein Lkw-Fahren mehr. Aber eben eine super geregelte Arbeitszeit. Und ja, das ist ein Job, den er wohl schon an der Hand hat. Und dann gibt es noch die Überlegung, weil ihm ja Lkw-Fahren, so wie mir auch, halt irgendwo schon noch Spaß bereitet, dass er was fährt, wo er jeden Tag zu Hause ist. Oder wo er eine geregelte Arbeitszeit hat. Und das ist ja bei mir schon der Fall. Also wenn nicht so Sachen passieren wie heute, die ja Ausnahmen sind, dann habe ich ja meine geregelte Arbeitszeit. Also man kann ja so grob sagen, von nachts um 2 bis um 12.30 Uhr, na, manchmal auch eine halbe Stunde eher, manchmal ein bisschen später, aber so in dem Dreh jetzt zwischen, ich bin nachts um 12 Uhr am Hof und nicht um 12, um 2 und bin halt ganz grob zwischen 12 und 1 wieder zurück. Also um 1 bin ich, wie gesagt, heute mal nicht, aber ansonsten bin ich eigentlich um 1 immer zu Hause. Und da kann man schon von einer gewissen geregelten Arbeitszeit reden. Ne? Und
das möchte er halt auch. Er sagt auch, wenn er eben kein LKW mehr fährt, dann wird es natürlich keine LKW-Videos mehr geben. Er hat noch einen Zweitkanal, wo er mit seiner Frau immer in Campingurlaub fährt, mit einem Wohnwagen, auch im Winter. Er macht auch Wintercamping, also ein richtiger Hardcore-Camper. Für mich wäre das nichts. Also ich sag mal so, wenn ich die Woche rum habe, ich habe da also gestaunt, dass der dann echt da für so ein Wochenende, für 2 Tage oder was, oder ich sag mal, wenn er freitags noch losfährt, für so einen Samstag und sonntags muss er schon wieder zurückkommen, dass er da rausfährt, irgendwo hinfährt, nee, das wäre nicht so unser Ding, glaube ich. Jetzt habe ich natürlich immer Schiss, dass die Kamera sich verstellt, obwohl so geht's eigentlich. Wenn das so minimal ist, also sie kann sich jetzt nicht in alle Richtungen verstellen, sondern nur in einer, also so rechts, links, sage ich mal. Naja, ja, Kollege, warum, ich verstehe das nicht. Eben fuhr er mal 89, jetzt fährt er nur 83. Was ist nur los? Ich verstehe die Leute nicht. Vor allen Dingen, wo doch. Ja, und er kommt jetzt hier nicht. Nein. Ich verstehe nicht. Warum so ungleichmäßig? Alter Junge, hä? Na, warum so ungleichmäßig? Ja gut, das ist natürlich hier auch übelst, sowas. Sowas ist übelst. Mal, was soll das hier? Wollen wir nochmal schauen? Schau ich doch mal. Ah, da hat er jetzt blöde geguckt. Aber ist doch kein Wunder, ey. Mann, hält den ganzen Verkehr hier auf. Fehlt mir nur noch, dass ich jetzt angehalten werde hier wegen dem Shit, ey. Echt, ich finde das totale Schweinerei, wenn so Pkw-Fahrer 75, 80 hier fahren, wo Überholverbot ist, ja, dass sie dich im Grunde zwingen, sie zu überholen, weil es einfach nicht deine Geschwindigkeit ist, weil du auch nicht für Spaß hier rumfährst, ne? Hey, Leute haben eigentlich keine Ahnung. Vielleicht würden sie sich anders verhalten, wenn sie einfach. Ja, jetzt überholt ihn der nächste Kollege. Was ist das? Entschuldigt, wenn ich. Dieses böse Wort, ne, das böse, also für Enkel Theo das böse Wort. Was ist das für eine Scheiße, ja? Dass er da so fährt, dass du, ja, dass du vorbei willst, musst, aber auch nicht so richtig schnell vorbeikommst, weil er fährt so, ja, ich denke mal, so mit 80 zuckelt der daher, 78, 80 und er muss es doch merken, wenn ihn ein LKW nach dem anderen überholt. Was ist das für eine Ignoranz? Was ist das für eine Art und Weise? Da muss er doch mal wach werden und denken, oh Mensch, irgendwie stimmt doch was nicht. Ich habe ja schon mal gesagt, fahrt 95 und es gibt keine Probleme. Der LKW, der dann noch vorbei will, ja, der muss zusehen. Aber wenn man 95 fährt, ist alles gut. Dann hältst du keinen auf, bremst auch keinen aus, auch kein Spanier, der 92 fahren kann. Und einfach mal ein bisschen mitdenken, ne? Sehen, hier ist Überholverbot für LKW. Also mit anderen Worten, fahre ich jetzt ganz langsam, dann bremse ich die entweder aus oder zwingen sie mich zu überholen. Beides nicht gut. Ja, wie gesagt, der Mann eben haut da in den Sack.
Dann hatte der Möbelkutscher ein Video, aber hatte ich ja schon von erzählt, von den Schattenseiten halt, ne, die es so gibt. Ja, und dass nicht nur die Geschichte mit dem überfallen werden, ausgeraubt werden und so ist eine Schattenseite. Es gibt eine Menge Schattenseiten an dem Job, aber da haben wir ja auch schon einige Male drüber gesprochen. Aber es gibt auch gute Seiten, die einem gefallen, ne? Sonst würde man es ja nicht tun. Und gut, es ist natürlich nicht für jeden gleich. Für den einen überwiegen die Schattenseiten, ne? Für den anderen überwiegen die positiven Seiten. Ich weiß nicht, ob jetzt, entweder ist dieser PKW jetzt weiter hinten und es haben ihn zwei Kollegen mittlerweile überholt, oder er hat wieder die Kollegen überholt und fährt jetzt wieder vor dem weg, aber etwas schneller. Haben wir jetzt schon so einiges uns hingeschraubt im Laufe der Jahre. Ich kann mich erinnern, einmal kam das Verdeck nicht runter, weil der Zylinder kaputt war, aber da konnte ich dann den kompletten Zylinder lösen. Da hat mir noch ein Werkzeugmacher dort aus der Firma mit 40er Torx ausgeholfen. Ne, habe ich natürlich auch nicht dabei, auch nicht privat. Zu Hause habe ich sowas, aber eben hier nicht. Da konnte ich die ganze Einheit, Zylindereinheit abschrauben und dann kam das Dach ja auch runter. Weil mit hochgestelltem Dach kannst du nicht fahren. Dann haben wir ja schon zweimal Radwechsel in Gaggenau gemacht. Also zweimal in Gaggenau und einmal auf der Bahn. Da ist allerdings dann ein Mechaniker von uns gekommen, hat geholfen, das heißt, er hat es eigentlich gemacht. Dann, was habe ich denn noch gehabt? Der Federspeicher. Ja, Federspeicher ist jetzt schon das zweite Mal, aber in 6,5 Jahren. Und da war es nämlich so, da bin ich noch da weggekommen. Aber dann habe ich gemerkt, an der Ampel, das wird nichts. Oder ich habe das vorher schon gemerkt und bin dann zu dieser Firma Wackenhut, Mercedes Wackenhut gefahren, die da direkt ist, wenn man zur Autobahn fährt. Und die haben früher auch noch LKWs gemacht, da hatten auch noch LKWs da stehen, aber irgendwie ist das alles zurückreduziert. Und da bin ich zu denen hin und wollte von denen, dass die genau das machen, was ich jetzt auch gemacht habe. Schlauch abklemmen und den Federspeicher mechanisch lösen. Aber das haben die verweigert. Die haben gesagt, nein, so lassen wir dich nicht fahren. Nein, und haben darauf bestanden, den Federspeicher zu wechseln. Das hat natürlich meinen Chef angezickt, weil der Federspeicher bei denen ist natürlich viel, viel teurer gewesen, als wenn unsere Firma die einkauft, halt über ein Zubehör. Das war natürlich ärgerlich. Aber gut, was willst du machen? Die können das bringen und können sagen, wir verweigern, also du darfst nicht mehr rausfahren. Vor allen Dingen, wenn es um die Bremse geht, da werden sie alle ganz nervös. Ach, dann habe ich schon mal irgendwie ein Problem mit der Heckklappe, mit der Klappe hinten gehabt. Das war aber woanders, das war nicht in Gaggenau. Das war auf einer anderen Tour, habe ich dann auch selber gelöst.
Ja, wenn man hätte den Notdienst kommen lassen, das hätte erstmal. Ich habe jetzt eine Stunde Verlust, kann man so sagen. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht max anderthalb. Wir hätten mal einen kommen lassen, dann hätte es locker 2 Stunden gedauert und wäre sehr teuer geworden. Weil der hätte natürlich vor Ort den Federspeicher gewechselt. Das heißt, der hätte erstmal sich anmelden müssen, weil sonst kommt er gar nicht ins Werk rein und ach, der erstmal diese ganzen Stufen durchlaufen und dann, naja, wenn er dann endlich mal bei mir am LKW gewesen wäre, hoffentlich dann schon mit Federspeicher dabei, dann hätte er das machen müssen, machen können, aber. Bisschen Veränderung ist schon an der Kamera. Also ich muss wirklich gucken. Ich verstehe es nicht. Es hat die ganze Zeit immer super geklappt, ey. Kann ja nicht schon abgenudelt sein. Sonst muss ich mir noch mal eine Lösung überlegen mit einem anderen. Ja, mit einer anderen Halterung vom Bett runter vielleicht. Das kann man dann anders gestalten. Was hat denn? Ach, United Kingdom. Nightliner. United Kingdom. UK. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Der müsste ja dann rechts gesessen haben, der Fahrer. Ja. Da ist immer noch rot hier das Mikro, aber ich hoffe mal, dass es mit Strom versorgt wird, aber hier, sonst wäre ja der Akku defekt. Das ist aber nicht normal. Also das muss ich noch mal in aller Ruhe zu Hause austesten. Also das dafür, dass ich das ja erst, sagen wir mal, ein gutes halbes Jahr habe, glaube ich. Aber DJI ist sehr kulant. Also wenn man da was hinschickt und so, meistens gibt ein neues Teil zurück. Ich weiß gar nicht, ich habe es Montag benutzt und meine ich wieder aufgeladen, gestern mitgenommen, aber nichts gemacht mit Video. Und ich wüsste auch nicht, dass es eingeschaltet war. Es kann natürlich sein, dass es aus irgendeinem dummen Grund eingeschaltet war, aber eigentlich muss man länger drücken. Ja, sind zwei Dinge, denen ich mal auf den Grund gehen muss. Einmal mit der Halterung und dann ja, mit dem Akku am Mikro. Ja, wenn ich nachher reinkomme, dann steht schon unser Mechaniker parat mit dem Federspeicher in der Hand. Also der hat gesagt, direkt rückwärts rein auf die Grube und dann tauscht er das Teil. Da gibt es sogar auf YouTube ein Video von der Firma. Ich glaube sogar von der Firma Krone, wie man den Federspeicher löst. Also, ja. Ah, jetzt kommt Nachtweide. Jetzt greifen wir hier an. Jetzt geht's aber los.
Und ja, wie soll ich sagen, ein Ding ist auch noch gestern gewesen auf YouTube, und zwar, der eine oder andere wird es ja wissen, meine Frau und ich, wir haben immer mal wieder in diese Livestreams von dem René Krea reingeschaut. Und ja, ich sag mal so, ich schaue mir eigentlich schon länger die Videos von ihm an und wir sind jetzt auch phasenweise mitgefahren auf seiner Weltreise. Der hat ja eine Weltreise angetreten vor 10 Monaten. Und die sollte eigentlich jetzt noch durch die Mongolei gehen und dann Russland und vielleicht sogar noch zum Nordkap hoch und so und dann wieder zurück nach Deutschland. Also es war nicht geplant, dass es jetzt zu Ende ist, aber es ist jetzt zu Ende. Und der Grund, warum es zu Ende ist, da haben meine Frau uns ja gesagt, naja, das haben wir schon geahnt, weil man das mitbekommen hat, ne? Und zwar, die haben ja, wie gesagt, durchgehend Livestream gemacht, auch wenn die sich mal quasi in die Wolle bekommen haben. Und er hat gestern so ein kleines Video gemacht, so eine Art Statement, was jetzt Sache ist, weil sie haben tagelang sich nicht mehr gemeldet und es kamen keinerlei Infos. Und ich meine, mir ist das eigentlich relativ wurscht, aber es gibt ja andere Leute, die haben ja bei Twitch quasi Geld gegeben, damit weitere Streamingzeit vorhanden ist. Was ist denn hier, zivile Polizei oder was? Auf jeden Fall irgendwie amtliches Dingen. Und ja, die sind natürlich dann interessierter und wollen auch wissen, was ist los hier, so nach dem Motto, was ist los mit unserem bezahlten Unterhaltungsprogramm, ne? Und aufgrund dessen, erst durch den quasi durch diesen Zuschauerdruck, ist es so gewesen, dass die, ja, dass er jetzt sich mal geäußert hat, und zwar in erster Linie. Oder nein, was heißt, das ist eigentlich der alleinige Grund, wegen Beziehungsprobleme. Die haben am Anfang, als sie losgefahren sind, war schon so ein bisschen Stress zwischen denen. Und dann im Mittelteil, ich habe so zu meiner Frau gesagt, ja klar, wo sie in Goa waren, für mehrere Wochen, wo immer Sommer, Sonne, hast du nicht gesehen, war also immer Partytime und so, da war alles supi. Aber jetzt ging es ja echt über harte Strecken und richtig harte Klamotten, die sie da gemacht haben. Obwohl es das vielleicht gar nicht mal so ist, ja, weil auch für sie gehörte ja das so ein bisschen dazu, dass halt, ja, dass es eben auch schwierige Situationen gibt. Aber die haben dann auch immer wieder sich unterhalten und so, und da ging es wohl auch ums Auswandern, und dann hat er also Sprüche gebracht, ja, die waren einfach brutal egoistisch. Er hat dann Länder genannt, wo er sich vorstellen könnte, hin auszuwandern, die für sie total undiskutabel waren oder sind, weil sie ja halt studiert hat und einen Job an der Uni hat und halt irgendwas in der Richtung ja auch wieder machen muss, um ihr Geld zu verdienen. Also die ist da nicht, hat da nicht die absolut freie Auswahl, kann ich ja verstehen. Ich meine, die auch unser Eins könnte ja nicht einfach irgendwie in jedes Land reingehen. Und ja, und ich denke mal, dass sie sich darüber in eine Wolle bekommen haben, weil sie gemerkt hat, ja, der sieht vielleicht nicht unbedingt eine gemeinsame Zukunft. Ich meine, das war ja sowieso komisch. Er hat sich nach 12 Jahren von der einen Frau getrennt. War okay. Da hat man sich schon immer mal wieder gefragt, mein Gott, wie redet er mit ihr? Wie behandelt er sie? Ne? Aber die war halt, ich würde sagen, die war vom Typ her
irgendwo schon ein bisschen devot. Also die hat sich das halt gezogen. Und von dieser hier, die eine andere Persönlichkeit ist, da hat er wohl mehr Kontra bekommen. Und naja, wir haben schon immer Dinge, na, ich meine, ich bin zwar jemand, der sagt, ich nehme kein Blatt vor den Mund. Wenn ich Scheiße sagen muss oder Scheiße sagen will, sage ich Scheiße, auch wenn Enkel Theo dabei ist. Aber als der jetzt ganz klein war und irgendwas angefasst hat, was er nicht anfassen sollte, dann habe ich gesagt, geh da weg oder nimm die Hände weg oder was. Aber ständig zu sagen, nimm die Pfoten weg, ja. Also wie er so teilweise mit dem geredet hat, da haben wir so gesagt, pass mal auf, der kann doch eher Pfoten sagen als Mama oder Papa. Das war schon irgendwie ein bisschen schräg. Und ich meine, gut, wie gesagt, nach 12 Jahren getrennt, dann hat diese Frau ihn ja angesprochen. Er hat die Frau nicht gesucht und gefunden, sondern sie kannte seine Videos und so und hat ihn dann kontaktiert. Und dann sind die irgendwie zusammengekommen. Ja, und dann ist sie aber relativ schnell schwanger geworden. Und ja, dann wurde das Kind geboren, alles gut und so weiter. Und dass die geheiratet haben vor der Reise, das war nicht, weil die jetzt sich gesagt haben, yo, wir haben uns gefunden, wir wollen zusammenbleiben, ja. Oder nicht so wie bei mir und meiner Frau. Wir sind 17 Jahre zusammen gewesen und haben dann gesagt, Mensch, komm. Wir wollten zwar noch ein bisschen warten, das hing ja mit meiner Insolvenz zusammen. Also da war der Plan eigentlich, wenn ich mit der durch bin, wird geheiratet. Aber unsere Bekannte, die Steuern für uns macht, hatte gemeint, das wird auch ein paar Euro bringen, wenn wir heiraten würden und so. Und ja, dann haben wir 2019 geheiratet, zum Glück. Weil danach wurde es ja richtig schwierig und so. Nee, wir haben dann 2019 geheiratet und für uns hat sich da im Grunde nichts geändert. Und die haben nur geheiratet, weil wenn du in bestimmte Länder fährst, ich sag mal im Iran oder solchen Ländern, da kommt das nicht gut, so mit einer unverheirateten Frau durch die Gegend zu zockeln. Ich weiß nicht, ob die anderen auch alle verheiratet sind, diese ganzen Overländerpaare, ja, die da so durch die Weltgeschichte fahren. Aber hier war es ja auch noch so, es waren ja auch noch Kinder mit im Spiel. Und da wollten sie halt eben das so richtig machen, halt verheiratet, Ehepaar mit Kindern. Und aber die Heirat hat nicht unbedingt die Bedeutung gehabt, yo, ich bin mir sicher, mit dir will ich alt werden. Er hat auch jetzt schon davon gesprochen, diese Streaming-Zeit, für die Leute gezahlt haben, die bleibt erhalten, die wird auch geleistet in dem Sinne. Er wird Streams machen und auch nicht nur schnöde Streams, wo er mit dem Auto rumfährt, sondern wo irgendwas rumkommt, wo er Projekte realisiert oder so. Und er hat auch schon Ideen für Projekte, hat er erzählt. Und oder Militär. Was ist das? Ja, Bundeswehr. 1, 2, 3, 4. Viermal Nachschub im Container. Ja, bin mal gespannt. Ich meine, ich habe ja seine Kanäle soweit abonniert. Und da wird man ja sehen, was da kommt. Oder auch nicht. Meine Frau fing dann an, sich darüber Gedanken zu machen. Oder als ich so sagte, naja, er, dann sagt sie, ja, sie ist auch nicht ohne. Ne? Hat sie doch für ihn Partei ergriffen. Ich meine, weiß ich nicht. Ich habe dann gesagt, weißt du was, ich will da gar nicht drüber diskutieren. Es ist doch den ihr Bier. Na, was soll denn das? Da will man doch gar nicht drüber diskutieren. Wenn wieder was kommt von ihm, mal gucke, und ich habe da Interesse dran, also wenn es mich interessiert, gucke ich es mir an. Als er damals sein Tiny House gebaut hat, habe ich es mir auch teilweise angesehen. Oder als er andere Sachen gemacht hat. Nein, das ist schon interessant und man kann auch manchmal was lernen.
Aber wenn er jetzt keine Videos mehr macht, mein Gott, es gibt genügend andere. Gut, es gibt natürlich dann auch Videos, wie ich es auch gesehen habe, heute Morgen erst, genau, heute Morgen habe ich mir das angeguckt. Da habe ich nur noch mit dem Kopf geschüttelt. Ich habe diesen Kanal gestern, er ist mir vorgeschlagen worden. Ich finde es ja auch gut, dass mir manchmal so ein bisschen so ganz andere Sachen vorgeschlagen werden. Aber manchmal sind da Sachen bei, da kann ich nur anklicken, bitte nichts mehr von diesem Kanal. Und zwar der Designer, der nennt sich, glaube ich, Tageshoroskop. Ich weiß gar nicht, ja, ich fand, der Name passte jetzt nicht zu dem, was er gemacht hat, aber der hat, also ich habe das am Anfang nicht geschnallt, aber ich habe dann ein zweites Video noch mir angeschaut und dann habe ich geschnallt. Also derjenige sitzt in Österreich und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in der Nähe eines Flughafens. Und dann filmt er die Flugzeuge am Himmel, die extreme Kondensstreifen ziehen. Also es, sagen wir mal so, man könnte meinen, die sprühen was raus. Aber die sprühen natürlich nichts raus. Ja, und da die ja starten, da hauen die auch kein Kerosin raus, nichts. Das ist einfach Kondens, das ist... Naja, und er spricht davon, dass die... Sprühmittel versprühen, dann in einer Videoüberschrift hieß es, ja, sie sprühen wieder, sterben wir ihnen zu langsam, und dann redet er von Satanisten und dann wollen die Leute erzählen, ja, hier, die Sonne geht auf und scheint und jetzt kommen dann die Flugzeuge und in Anführungszeichen sprühen da und dann quasi wird es wieder dunstig und diesig. Ja, und dann kommen so Kommentare von Leuten, die dann schreiben, ja, die Gepieksten, und damit meint sie natürlich Geimpfte, also die sich haben gegen Corona impfen lassen, die würden ja nichts merken. Mann, was machen die denn da vorne? Der eine bremst, der andere fährt. Wollen sich nochmal Hallo sagen oder was? Sieht so ein bisschen nach der gleichen Bude aus. Ja, doch, ist die gleiche Bude. Oder vielleicht, ja, der eine weiß, wo es lang geht, der andere nicht, oder was? Jetzt reiht er sich dahinter ein. Die Müllkutscher. Dickes A hinten drauf. Siebzehn Grad. Also die haben heute in Nachrichten gesagt, es kann bis zu 19 Grad werden. Ey, shit hier. Ist liegen geblieben. Der verlierte seinen Müll schon, Kollege. Boah, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ach, was eine Scheiße, ey. Aber hat eine Hand nicht geblitzt. Was eine Scheiße, ey. Also heute ist ja was los hier, ey. Das hätte mir noch gefehlt, du. Nochmal 30 Euro obendrauf, du. Fuck. Vielleicht war er auch noch nicht so weit. Wer weiß nicht. Es hat auf jeden Fall, habe ich nichts gesehen. Man könnte mir ja im Video nochmal anschauen, aber ich weiß auch nicht, wann der die lösen. Immer ziemlich spät aus. Vielleicht hat es ja noch gereicht. Ja, war natürlich. Ha, ja, obwohl geht. War mir gar nicht so übel genommen. Aber es war mir auch vollkommen egal. Ah, vielleicht hat es noch gereicht. Das heißt, da die Karre ja nicht gut vom Tacho her eingestellt ist, nicht in dem Sinne nicht gut, nicht so gerne, wie es hätte, fahre ich ja bei eingestellten 90 sowieso nur 88 und bin dann ja runter mit 3 Abzug auf 85. Da stellt sich eh die Frage, ob die da schon das mitnehmen.
Ich glaube nämlich, also bisher war es immer so, da haben sie immer gesagt, ja 90 minus 3 ist 87, bis es 7 drüber, dafür zahlst du. Aber vielleicht kann ja sein, wenn man 5 drüber ist, also bis zu 5, passiert noch nichts. Erst bei 86, 87 nach Abzug. Das heißt, 86 plus 3, da müsste ich schon echte 89 fahren und da tut die Karre nicht mehr. Ihr seht da, 90, ne, manchmal zurückschnackend auf 89 und der fährt nur 88. Na, ich weiß nicht, wer da jetzt ist. Ich nehme euch mal. Ja, Leute, da bin ich wieder. Ich habe da mal kurz mit unserem Werkstattmann gesprochen. Der wollte nämlich hören, wann ich reinkomme. Eine Info, die ich schon an die Dispo weitergegeben habe. Ich habe alle relevanten Informationen wie, wann komme ich an? Das Auto ist nur halb voll. Naja, oder die erste Info war, ich habe es hingekriegt, ich rolle wieder. Ja, habe ich alles denen gegeben und ich meine, die Info, wann ich ankomme, die ist für sie interessant, aber auch doch für den Mann in der Werkstatt. Da habe ich gedacht, die kommunizieren mal miteinander, aber anscheinend nicht, weil jetzt hat der mich ja angerufen und ja, gefragt. Aber kein Problem. Kein Problem. Aber interessantes Aussage von ihm. Er sagt, mit dem Bordwerkzeug, was serienmäßig dabei ist, kommt man zwar an der Maschine, an der Zugmaschine zurecht, so mit dem einen oder anderen, was da mal so anfallen kann und was ein Fahrer so selber machen kann, also ein Schlauch wechseln, sag ich mal, aber am Federspeicher schon nicht mehr, weil man da einen 24er Schlüssel braucht und der, so genau weiß ich das nicht, was da drin ist, den hat man nicht im Bordwerkzeug, aber privat habe ich den. Warum ich den habe, weiß ich auch nicht. Ich glaube, weil er auch auf der anderen Seite 19 ist und ich irgendwie den 19er gebraucht habe, habe ich halt Glück gehabt. Mann, Mann, Mann. Naja, ich habe es auf jeden Fall geregelt und bis jetzt qualmt da hinten nichts. Na, könnt ihr ja auch sehen. Oh, jetzt hat er sich aber hier so. Ja, das Scheißding wandert jetzt immer ab. Es wandert immer ab. Da muss ich wirklich schauen, warum das nicht mehr so schön funktioniert, wie es mal funktioniert hat. Naja, immerhin rollen wir jetzt ja mal ordentlich. Ach. Weiß gar nicht, ich will mal gucken, was ich hier noch snackmäßig hab, naja. Paprika, ne? Vitamin C immer ordentlich. Am Wochenende, da habe ich am Montag gar nicht drüber gesprochen, am Wochenende haben meine Frau und ich auch nochmal, ich weiß nicht, ob es ein oder zwei Videos waren, da ging es um unsere Bundeswehr. Und das war schon recht krass. Und zwar, einmal ging es um die Truppenstärke. Also, als noch die Wehrpflicht existiert hat, ja, da waren das, glaube ich, ja, einen Moment, jetzt muss ich mal eben überlegen, jetzt waren das noch 90, 130, ja, also ihr dürft mich jetzt nicht auf die ganz präzisen Zahlen festnageln, aber ich sag mal so, da waren es bestimmt so 300.000 Mann insgesamt. Und ja, das wurde dann eingespart und runter reduziert.
auf, ja, jetzt sind es nicht mal mehr 180.000. Aber jetzt der Hammer ist, die Zusammensetzung der Truppe, ja, das hat mich ja echt schockiert. Da wurde ein Spruch gebracht, viele Häuptlinge, wenig Indianer. Und zwar ist Folgendes, ich hätte das nicht für möglich gehalten. Ich hab meinem Kollegen, der ja auch so wie ich bei der Bundeswehr war, den habe ich, boah, das war ja wieder ganz, ganz heißes Manöver. Der eine in dem Roten hat da auf sein Handy geglotzt und schlört da wieder so total bescheuert drauf. Und der hier so, ah, das war schon wieder, naja. Auf jeden Fall, der aktuelle Stand ist so, dass es so circa 46.000, 48.000 Soldaten gibt. Und jetzt kommt der Hammer. Also da habe ich zweimal hingeguckt. Und über 90.000 Unteroffiziere. Also mit anderen Worten, auf einen Mannschaftsdienstgrad, auf einen Arbeiter, einen Mann, einen Soldaten, kommen zwei Unteroffiziere. Ja, wie bescheuert ist das denn? Ja gut, warum ist das so? Sie haben die Wehrpflicht abgeschafft. Dadurch hat sich die Anzahl der einfachen Soldaten stark verringert. Die sich noch freiwillig melden, die wollen ja nicht, wenn sie 8 Jahre machen, die ganzen 8 Jahre nur Hauptgefreiter oder Stabsobergefreiter oder irgend so ein Döneken da sein. Nein, die wollen natürlich, weil das ja auch mit mehr Geld verbunden ist. Es geht nicht nur darum, dass man mehr zu melden hat oder so. Es geht auch ums Geld. Die wollen dann Unteroffizier werden. Also muss der Bund ihnen diese Möglichkeit bieten. Ich verstehe das gar nicht, wie so ein Missverhältnis entstehen konnte. Ja? Und ich glaube auch nochmal 5.000, 6.000 Offiziere, wo man sich auch fragt, ne? Also wie haut das noch hin? Ich meine, jetzt verstehe ich auch, warum man immer öfter mal, wenn man so an diesen Bundeswehr-LKWs vorbeifährt, warum man dann Feldwebel am Steuer sitzen sieht oder einen Stabsunteroffizier. Ja klar, weil ne, wenn so wenig Mannschaftsdienst gerade da sind, also ich sage euch, zu meiner Zeit, gut, die ja natürlich schon über 40 Jahre her ist, da war das so, da bin ich davon überzeugt, wenn überhaupt, dann war das umgekehrt, ja, dass vielleicht ein Unteroffizier, also für zwei Soldaten und nicht zwei Unteroffiziere für einen Soldaten. Nein, das war noch viel mehr. Es war so, du hast im Grunde nur Stellen bekommen, wenn eine Planstelle frei wurde. Ansonsten musstest du warten. Also bei den Offizieren auf jeden Fall. Ich weiß ja noch, unser Hauptmann, der war eben noch unser Hauptmann, unser Kompaniechef, der hat aber schon den Major, die bestandene Prüfung und so weiter, alles in der Tasche gehabt, aber es fehlte die passende Stelle, wo er hingehen konnte, um dann eben auch Major zu sein. Und da müssen Sie sich einfach mal überlegen, wie Sie das managen. So funktioniert es irgendwie nicht. Es ist echt ein Witz, ne? Das war, wie gesagt, einmal schockierend. Sehr wenige Soldaten, viele Unteroffiziere. Gut, wenn die natürlich auch die Knarre in die Hand nehmen und dann so aktiv sind wie im Mannschaftsdienstgrad, ist das ja egal, ob der da einen Strich, einen Pommes oder einen Winkel auf der Schulter hat. Ist ja wurscht. Und dann gab es noch ein, ich weiß nicht, ob das im gleichen Video war oder was, da ging es um die Einsatzbereitschaft. Und da kann ich euch sagen, selbst zu meiner Zeit damals war es schon so, und da war ja Kalter Krieg, also da war ja, naja, da wurde noch ein bisschen mehr erwartet und verlangt. Aber selbst da war es schon so, dass, sagen wir mal, ich würde sagen, ein Viertel immer irgendwie in der Werkstatt war. Ja, also so, ich sag mal, wir haben ja pro Zug vier Schützenpanzer gehabt. Und das war öfter, dass da, also mindestens einer von der Kompanie war in der Werkstatt. Und ich würde mal behaupten, dass 25% da nicht am Start waren.
Aber wenn man sich jetzt mal die Zahlen ansieht, dann ist das also erschreckend. Die höchste Einsatzbereitschaft, ich weiß jetzt nicht, bei welcher Waffengattung es war, die lag bei 50%. Im Bereich von anderen Dingen, Panzern und so weiter, teilweise nur 30-40% Einsatzbereitschaft. Ach so, mir fällt noch eine Zahl ein. Die habe ich aber schon mal in einem vergangenen Video gesagt, weil ich das zufällig schon mal mitgekriegt habe. Ich habe immer davon gesprochen, als ich beim Bund war, da hat es ungefähr 2000 Panzer gegeben. Nein, es gab sogar mal 3000 gepanzerte Fahrzeuge. Oder sogar noch mehr. Wisst ihr, was es heute gibt? 300! 300! Die haben das so, also das ist Wahnsinn. Ich meine, es gibt die Fahrzeuge noch, die anderen. Die stehen alle irgendwo auf Halde, wie bei den Russen. Die älteren Modelle werden aussortiert und irgendwo auf eine Freifläche gestellt. Ja, und dann können sie reaktiviert werden oder verschrottet, je nachdem. Das ist schon Hammer. 30-40% Einsatzbereitschaft. Die beste Einsatzbereitschaft lag bei 50%. Das ist Wahnsinn. Und dann, wie gesagt, da man ja zu meiner Zeit gab es ja noch die vielen Panzer, weil man ja immer gedacht hat, wenn der Russe mal kommt, dann kommt der ja, ne, über hier die Ebenen Mecklenburg-Vorpommern, Hannover da mit viel Panzern und so weiter. Das ist ja das reinste Panzergelände dort, flaches Gelände. Und deswegen hat man eben entsprechend auch Panzer am Start gehalten. Aber dann hat man ja irgendwie gemeint, man könnte es abbauen. Ja, das ist alles. Oh, wow, hat sich das jetzt verstellt. Ja, das ist ein Riesenmist, ey. Leute, es tut mir wirklich leid mit der Kamera. Also das muss ich zu Hause erstmal untersuchen, was da los ist. Ich werde jetzt mal hier öfter gucken. Ist ja nicht mehr ganz so lange. Dann haben wir ja auch Schäferborn erreicht. Und dann war es das erstmal für heute. Ein Glück kein Überholverbot und ich kann meine Leichtigkeit nutzen. Na, richtig schön durchziehen hier. Täglich Allgäu. Ha. Naja. Miete all inclusive. Ah, hier fahren sie wieder auf wie die Schädel. Das ist ja auch so eine Sache beim DAF mit dem XG und XG Plus. Ne? Anstatt sie da einfach hingehen und sagen, komm, ab sofort ist unsere Hütte immer Plus, also größer. Und dadurch stechen wir hervor gegenüber der Konkurrenz und so. Ja, der Preis ist vernünftig gestaltet. Aber nein, da machen sie zwei Modelle, XG und XG Plus. Und deswegen lasse ich ja immer den Spruch haben, fürs Plus hat es nicht gereicht. Ne? Oder
ich sag mal, der Chef. Ah, scheiße. Der Chef. Fuck you, ey. Hier. Wegen dieser blöde Überholverbotsgeschichte hier mit der Brücke, ja, ein Schwachsinn. Naja, auf jeden Fall, oder er hat es einem nicht gegönnt, das Plus. Ich glaube, jetzt sind wir aber schon drüber weg, oder was? Das ist nur so ein kurzes Stück, ey, wo da Überholverbot und 60 und so weiter und so fort, ey. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Ist doch Blödsinn, ey. Dann siehst du das, dann gehst du runter und dann bist du schon wieder durch. Wir sollten lieber hingehen und die Brücke reparieren. Aber das ist ja jetzt, habe ich ja schon mal gesagt, ein bisschen Mode geworden. Sind Löcher in der Straße, wird die Straße nicht repariert? Nee, da werden Schilder hingestellt, Straßenschäden und dann sind die aus dem Schneider halt, ne? Na, mach jetzt keinen Ärger hier mit deiner Büchse. Ach nee, jetzt kommt das erst. Das andere. Ach, das andere ist, glaube ich, nur Überholverbot wegen einer Brücke. Und hier ist das mit den, naja, hier ist das andere Problem. Boah, aber was eine fiese Stelle eben mit dem Blitzen, ne? Da wird auch irgendeine Geschwindigkeitsbegrenzung für PKWs sein. Das ist meistens so. Das dann ist so 100 für die PKWs, die dann gerne absichtlich oder unabsichtlich mal 120 fahren. Die können dann schön abgegriffen werden. Und natürlich die LKW-Fahrer. Die werden dann besonders gerne abgegriffen. Na gut, die Jungs sehen mir eigentlich mehr nach Gefangenentransport aus. Ne? Mit den kleinen Fensterchen drin und so. Mitarbeiter gesucht. 4-Tage-Woche. Hey! Was macht ihr? 4-Tage-Woche. Das ist nicht schlecht. Damit kann sich ein Arbeitgeber natürlich hervortun. Selbst wenn er sagt, gut 4 Tage und dann 9 Stunden. Mal. Ist auch okay. Je nachdem, was sie machen. Da. Da kommt wieder mein in Anführungsstrichen Traumauto. Ich meine, ist bescheuert. Natürlich kein Traumauto. Aber ich finde ihn irgendwie geil. Ich finde den einfach gut. Das ist natürlich jetzt ein Biest wieder hier. Ein 4 Liter Diesel. Muss gar nicht sein. 200 Liter Diesel tut's auch. Und da ist auch jetzt einer von den neuen. Die sind ja auch schon breiter, breitere Reifen und. Und auch vollgepackt mit Elektronik. Muss auch nicht sein. G400D, ja. Aber schöne Farbe, so matt. Auf matt stehe ich ja auch. Junge Hände. Junge Hände. Ah ja, aber was hat er gemacht, der Lümmel? Hatte Smarty in der Hand, du. Glotzte voll da drauf, ey. Es ist doch immer wieder.
das Gleiche. Und hier, ey, das geht mir jetzt aber auch ganz schön auf den Zwirn, dass wir hier nicht so richtig vorwärts kommen, ne? Also, jetzt bin ich mal gespannt, aber ich schätze mal, nach unten wird auch wieder Überholverbot sein, oder? Nee, nicht. So, dann gehen wir mal raus. Komm, los. Mach jetzt voran hier, Auto. Kein Überholverbot. Oh, ihr seid noch da. Ja, ich hatte nämlich nach den paar Aufnahmen da die Kamera auch noch mal geladen. Und was sagt mein Mikro hier mittlerweile? Immer noch rot? Nee, der sagt nämlich jetzt auch grün. Ach, Kerle, das ist doch ein... Also mit der Technik, das regt einen auch manchmal auf. Ne? Da ist ja alles toll, aber wenn das dann nicht funktioniert oder Fehler aufkommen, man kann ja noch froh sein, wenn man ein bisschen durchblickt. Ja, wie gesagt, also mit der Bundeswehr, ho, ho, ho. Man hat es gar nicht so mitbekommen. Ja gut, man hat sich da nicht so für interessiert, was da die jeweiligen Regierungen alles so verzapft haben. Ne? Oh nee, nee, komm, den Norma muss ich noch mitnehmen. Den müssen wir noch mitnehmen. Der fährt nämlich bestimmt wie ein Edeka. Ach, ja, er fährt der Zukunft entgegen, aber leider, wir fahren mit Biogas. Oh, wow, 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 wow. Aber das ist immerhin, oh, da war nichts mehr mit Überholver. Immerhin Scania und keine Iveco. Nochmal wieder die Kamera korrigiert, ey, das haben wir aber auch noch nicht gehabt. So, wir kommen jetzt gleich zum Parkplatz Schäferborn. Ich werde dann noch mal so eine Stunde 20 Hörbuch hören. Ja, wenn es noch da wäre, ne? Aber ist gar nicht mehr. Ja, doch. Na ja, da ist aber noch. Da habe ich noch ein bisschen was zu hören. Ja gut, eine Stunde, ein bisschen mehr halt. Also heute wäre ich nämlich bestimmt um 12 auf dem Hof gewesen. Also sind es schon anderthalb Stunden, die ich draufgelegt habe für den ganzen Mist da. Man muss ja auch erstmal gucken, was los ist und so und so weiter und so fort. Ja, es hat umgeschaltet auf kein Überholverbot. Das ist schon mal sehr gut. Ja, wir passieren gerade den Parkplatz Schäferborn und ich denke mal, wenn da was nicht richtig wäre, dann hätte sich das schon bemerkbar gemacht am Rad. Ja, für heute war es das. Für heute war es das von dem Tag, der nicht der meinige ist, ne? Absolut nicht. Und wir sehen uns am Freitag wieder, oder? Ich muss mal schauen, ich habe keine Ahnung, vielleicht mache ich auch morgen ein bisschen was. Ich weiß es noch nicht. Freitag auf jeden Fall, von hier bis nach Hause. Und ich hoffe dann wieder eine glatte Fahrt, so wie letzte Woche Freitag und nicht, ja, nicht so wie heute. In dem Sinne, bleibt mir alle gesund.
und macht schön gut. Jetzt will ich doch noch mal was probieren. Ja, so. Muss ich doch mal, wenn das schon lose ist, ne? Obwohl, da wird dann schief, so. Alles klar, war nur mal ein kleiner Scherz noch mal am Rande. Aber jetzt war's das.